Jo, Freunde der Kindererziehung, Videos werden eher werbefreundlich, wenn man am Anfang viele werbefreundliche Begriffe benutzt. Glück, Freundschaft, Freunde, Liebe, Pflanzen, Bäume, Natur, Glückseligkeit, Gott, Frieden, Umarmung. Mehr Liebe wird, da fallen mir nicht ein. Ich habe ja in letzter Zeit schon sehr viele Videos über das Thema Feminismus gemacht. Ob das jetzt irgendein Weißbeitrag ist, das Gendern oder irgendein Beitrag von Galileo. Wenn man meine Videos so guckt, dann könnte man meinen, dass ich wirklich sehr krass gegen Feminismus eingestellt bin. Dadurch muss ich mich natürlich auch nicht wundern, dass ein Teil meiner Community ebenfalls sehr negativ dagegen eingestellt ist. Ich bekomme zum Beispiel immer häufiger Themenvorschläge wie Carcalling, Feminismus, Gender, gibt genug zu dem Müll. Carcalling. Ey, geile Zeigerauspuff. Generell ist Feminismus aber für unsere Gesellschaft enorm wichtig. Ganz plump gesagt bedeutet Feminismus eigentlich die Gleichstellung von Mann und Frau. Denn es ist nun mal Fakt, dass Frauen jahrhundertelang von den Männern unterdrückt worden sind. Das Wahlrecht für Frauen in Deutschland gibt es zum Beispiel erst seit dem 30. November 1918, also ungefähr 100 Jahre. Ich bin da allerdings der gleichen Meinung wie Kollege. Ist mir egal, du verschwindest oder wir schlagen dich blau. Dann bist du in keiner guten Verfassung, wie Wahlrecht für Frauen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war es in Deutschland für die Frauen nicht gerade angenehm. Ein außereheliches Kind beispielsweise war gesellschaftlich für die Frau eine komplette Katastrophe. Viele Mütter haben zu der Zeit halt nicht mal das Sorgerecht für ihr Kind bekommen. Dadurch wurde der Mann in der Familie zum Alleinherrscher, der mit Kind und Frau quasi machen konnte, was er wollte. Ehefrauen mussten den Männern jederzeit sexuell zur Verfügung stehen. Es gab früher gar keine Vergewaltigung in der Ehe, das war höchstens Nötigung. Erst 1997 gab es das Gesetz, das die Vergewaltigung in der Ehe auch genauso benannt und bestraft hat. Das muss man sich mal überlegen. 23 Jahre. Ich bin älter als dieses Gesetz. Auch beim Thema Abtreibungen haben es die Frauen wirklich sehr, sehr schwer gehabt. Bis 1974 war das nämlich einfach mal gar nicht erlaubt und ab 1974 nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise wenn es ethnische, soziale oder gesundheitliche Gründe hatte. Erst seit 1995 ist es erlaubt, ein Kind ohne Grund abzutreiben, zumindest in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft. Heutzutage kann man sich sowas gar nicht mehr vorstellen, aber vor 1 oder 2 Generationen war das halt einfach noch gang und gäbe. Das sind nur einige Dinge, die der Feminismus in Deutschland und auch in anderen Ländern erreicht hat. Natürlich sind Frauen und Männer heutzutage eigentlich quasi komplett gleichgestellt. Aber man muss natürlich auf der einen Seite aufpassen, dass das so bleibt und auf der anderen gibt es sicher noch einige Punkte, wo man ein bisschen was verändern könnte. Hier vor allem in den Gedanken der Menschen. Mein Vater zum Beispiel meinte zu mir, als ich ihm gesagt habe, dass ich den Erzieher machen möchte, also im Kindergarten arbeiten, dass das ja voll der Frauenberuf ist und ob ich nicht lieber zur Marine gehen sollte. Ja, könnt ihr mich bei der Marine vorstellen, Mann? Er hat es mir zwar nicht verboten, den Erzieher zu machen, aber in seinem Kopf war das halt ganz klar ein Frauenberuf. Warum auch immer. Und das ist bei vielen halt auch heute noch so. Schminken, Barbies oder Puppen im Allgemeinen sind halt ganz klar Dinge für Mädchen. Autos, Lego oder Fußball sind eher Sachen, mit denen natürlich nur Jungs Spaß haben. Wenn mein Sohn später zu mir kommt und eine Barbie-Puppe haben möchte, dann kann er das halt genauso haben wie den Fußball. Ein Mensch und ein Kind sollte sich einfach ganz frei von seinem Geschlecht entwickeln, so wie er das für richtig hält. Warum sollte ich ihm vorgeben, mit was er spielen darf und was nicht, aufgrund der Tatsache, dass er halt entweder einen Penis oder eine Mumu hat. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Genauso sind Frauen ja auch nicht direkt lesbisch, nur weil sie eine Kurzhaarfrisur haben und Männer sind auch nicht direkt schwul, nur weil sie vielleicht mal weinen und ihre Gefühle zeigen. Unter anderem aus diesen Gründen ist der Feminismus in Deutschland immer noch wirklich sehr, sehr wichtig. Leider wird das heutzutage von sehr vielen Leuten einfach nur ausgenutzt, ja, um halt einfach gegen Männer zu hetzen oder halt irgendwelche Lügen zu verbreiten, um sich besser darzustellen. Ich weiß gar nicht, was sie damit erreichen wollen, um ehrlich zu sein. Deswegen denken auch viele, dass ich im Allgemeinen was gegen Feminismus habe, weil ich genau solche Sachen kritisiere. Aber das stimmt, wie gesagt, einfach nicht. Ich habe euch natürlich auch direkt 2 Beispiele mitgebracht. Hannah May Lou, muss man nicht kennen, ist eine Frau-Kappa, hat zum Beispiel gepostet, zur Anfangszeit des Computers waren vor allem Frauen Programmiererinnen. Heute ist die Branche eine Männerdomäne und seitdem werden diese Jobs auch besser bezahlt. Wenn ein Mann sie ausübt, ist eine Tätigkeit offenbar automatisch mehr wert. Das ist halt wirklich so fucking dumm, dass mir da wirklich 10 Minuten beim Skriptschreiben die Worte gefehlt haben. Erstmal zum Thema Geld. In jeder Branche, wirklich in jeder, ist der Durchschnittsverdienst in den letzten 60 bis 80 Jahren natürlich enorm gestiegen. 1960 zum Beispiel lag der Durchschnittsverdienst umgerechnet in Euro bei gerade mal 2.400. 2019 lag der schon bei über 23.800, also ein Unterschied von knapp 20.000 Euro. Dadurch, dass die Welt heute viel, viel besser vernetzt sind, Maschinen heute viel mehr Aufgaben übernehmen und
vieles automatisiert abläuft, ist eine Arbeitskraft im Allgemeinen viel, viel mehr wert als vorher. Deswegen können es sich Unternehmen unter anderem auch leisten, viel, viel höhere Löhne zu zahlen als früher. Dass in der IT-Branche die Löhne darüber hinaus wirklich sehr, sehr stark gestiegen sind, hat halt nichts damit zu tun, ob da jetzt Männer oder Frauen arbeiten, sondern einfach mit dem Gebiet an sich. Die IT ist in den letzten 30 oder 50 Jahren einfach enorm nach oben gekommen. Von 1974 bis 1996, also in 22 Jahren, wurden insgesamt ungefähr 60 Millionen Heimcomputer verkauft. Alleine im Jahr 2020 wurden in einem einzigen Quartal, also in 3 Monaten, 71 Millionen Heimcomputer verkauft und die Prognose für 2020 liegt bei 235 Millionen in einem Jahr. Das ist das Dreifache von dem, was die 22 Jahre zwischen 74 und 96 verkauft wurde. Dazu braucht man das Programmieren bzw. die IT heutzutage einfach überall. Ich meine, alles ist heutzutage digitalisiert. Fast jeder hat heutzutage einen Heimcomputer, eine Kamera, ein Smartphone, Babyphones. Selbst die Kühlschränke sind heute Hightech-Geräte und in jedem Auto ist mehr Technik drin, als es 1980 auf der Welt überhaupt gegeben hat. Alleine in Deutschland besitzen ungefähr 58 Millionen Bürger ein Smartphone. Vor 80 Jahren, rate mal, gar keiner, weil es die da noch nicht gab. Die IT hat sich in den letzten 80 Jahren von einer Nebenbranche zur Hauptbranche unserer Welt gewandelt. Natürlich sind die Löhne da dann außerordentlich stark gestiegen, weil der Markt einfach grundsätzlich riesig geworden ist. Das Lustige daran ist jetzt eigentlich, die Person hat ja erwähnt, dass früher hauptsächlich Frauen Programmiererinnen gewesen sind. Und das ist an sich auch tatsächlich richtig. Programmieren war damals allerdings nicht das gleiche wie heute, dass man irgendeinen Code programmiert hat oder so, sondern man musste quasi Knöpfe drücken, ob etwas an oder aus ist. Das war das damalige Programmieren. Und der Grund, warum das vor allem Frauen gemacht haben, war erstens, weil es nach dem Weltkrieg erstmal grundsätzlich wenig männliche Arbeitskräfte gegeben hat. Und darüber hinaus wurde das als nicht wichtige Arbeit angesehen, die an Menschen mit niedrigem Status vergeben wurde. Was zu der Zeit halt nun mal leider Frauen gewesen sind. Das heißt, die Person beschwert sich quasi so ein bisschen darüber, dass der Sexismus gegen Frauen aufgehört hat und da halt jetzt keine Frauen mehr arbeiten aufgrund ihres niedrigen Status. Wenn man sich halt nicht mal mit dem Thema auseinandersetzt, dann halt doch einfach deine Fresse und behaupte nicht so eine Scheiße. Der Grund, warum es sich zum Männerberuf gewandelt hat, ist halt einfach der, dass sich die Tätigkeiten grundsätzlich komplett geändert haben und Frauen halt offensichtlich kein Interesse daran haben. Zumindest nicht im Durchschnitt. Die Person behauptet hier also irgendwas, was ich halt no joke in 10-minütiger Recherche einfach komplett auseinandernehmen konnte. Und das postet sie dann unter den Deckmantel des Feminismus, was halt grundsätzlich wieder ein schlechtes Licht über diese Bewegung wirft. Wäre übrigens cool, wenn ihr unter dem Beitrag von ihr geht und genauso sachlich, ohne Beleidigung und sonst irgendwas, wie ich das gemacht habe, da die Fakten einfach mal kommentiert, damit vielleicht einige Leute da so ein bisschen aufgeweckt werden. Und folgt mir auch direkt auf Instagram. Dazu postet sie auch noch den Unterpunkt, ich bin nicht wie die anderen Frauen, wo es um dieses Kompliment geht. So, what the fuck? Ich meine, wisst ihr, wie oft ich schon mal sowas gehört habe wie, oh, du bist halt überhaupt nicht wie die anderen Jungs. Das hat an sich halt nichts mit Stereotypen oder sonst irgendwas zu tun und das ist halt ein Kompliment, was halt beide Geschlechter bekommen. Natürlich kann man sich darüber aufregen, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber das grundsätzlich wieder in eine Schiene zu lenken, dass ja nur die Frauen betroffen sind, ist bei sowas halt einfach grundsätzlich falsch. Warum verbreitet man dann sowas? Wie gesagt, habe ich noch ein Beispiel für euch. Jeder andere Berufszweig, in dem Frauen überdurchschnittlich vertreten sind, Erziehung, Pflege, wird schlecht bezahlt. Ja, weil soziale Berufe nun mal keinen Gewinn machen, weil da nichts verkauft oder hergestellt wird. Natürlich kann man bessere Löhne bezahlen, wenn ich zum Beispiel ein Auto verkaufe, wahrscheinlich mit einer Gewinnspanne von 600 oder 700% zu dem, was es kostet in der Herstellung. Aber machen wir weiter. Ein Job, der Frauen finanziellen Erfolg und eine gewisse Macht in Form von Aufmerksamkeit ermöglicht, wird von der Gesellschaft permanent belächelt und kleingeredet. Sich über Influencerinnen lustig zu machen, ist nichts anderes, als selbstständige Frauen abzuwerten. Die Person ist also wirklich der Meinung, dass im Internet nur weibliche Influencerinnen aufgrund ihres Berufs des Influencer-Daseins kritisiert werden. Wisst ihr, wie lange mich die Recherche gekostet hat, um euch zu zeigen, dass das offensichtlich falsch ist? 5 Minuten. Und viel davon lief ein Video von Katja Krasavitsch. War nur ein Spaß, Digga. Ich wünsche, ich würde 4 Minuten durchhalten. Ach, ich würde mir wünschen, 4 Sekunden durchzuhalten, Alter. Ihr könnt bei Facebook in der Suchleiste einfach mal Influencer eingeben. Dann geht ihr auf den Reiter Beiträge und sucht einfach mal Beiträge von irgendwelchen deutschen Seiten, die dazu irgendwas gepostet haben. Zum Beispiel irgendwelchen Newsportalen. Wenn ihr da dann einfach in die Kommentare geht, dann findet ihr haufenweise Kommentare, die gegen Influencer schießen. Und nicht gegen die weiblichen, sondern grundsätzlich gegen Influencer. Weil der Berufszweig an sich einfach von vielen nicht
ernst genommen wird. Und wenn man das Ganze mal hart auf hart nimmt, für euch Gender-Fuzzis sprechen die ja sogar nur die Männlichen an, weil sie das generische Maskulinum in benutzen. Also eigentlich werden sogar nur Männer kritisiert, laut euch. Es werden grundsätzlich Influencer gehatet, vor allem natürlich auch deswegen, weil es immer schwarze Schafe gibt und das normalerweise die lautesten sind in der Szene und darüber hinaus, weil das natürlich einfach der deutsche Neid ist. Du hast dir einfach die Möglichkeit, super viel Geld mit super wenig Arbeit zu verdienen. Das ist für jemanden, der seit 30 Jahren 40 Stunden jobben muss und dann kaum Geld verdient, natürlich die Hölle. Anderen gönnt man gar nichts. Das Problem, dass Influencer grundsätzlich negativ aufgefasst werden, wird hier also einfach komplett ignoriert. Es wird halt einfach so dargestellt, als wenn nur weibliche Influencerinnen das Ziel von Hasskommentaren wären. Was halt wie gesagt einfach faktisch gesehen überhaupt nicht stimmt. Vor allem stellt sie dann auch noch Influencer mit Fußballer gleich, die jeden Tag stundenlang trainieren und Leistung zeigen müssen, während jetzt beispielsweise eine Influencerin vielleicht ein oder zwei Bilder am Tag macht und ein paar Stories postet. Also ich selber finde auch, dass ein Fußballer deutlich mehr leistet als ich mit meinen Videos. Und dann vergleicht sie das Ganze auch noch mit YouTube-Zockern, als ob die nicht dafür kritisiert werden, dass sie den ganzen Tag zocken können und trotzdem 100.000 Euros verdienen. Das musst du dir wirklich mal vorstellen. Wie gesagt, ist Feminismus einfach absolut wichtig. Und im Jahre 2021 sollte halt dein Charakter und deine Leistung entscheiden, nicht dein Geschlecht. Aber sowas zieht das, wie gesagt, halt einfach komplett runter. Denn jeder, der das liest und sich minimal mit dem Thema befasst, der merkt doch direkt, hä, die labert ja komplette Scheiße. Und dadurch hat man natürlich grundsätzlich ein negatives Bild gegen Feminismus, weil man halt damit sowas assoziiert. Ich verstehe nicht, was die Leute mit sowas erreichen wollen. Es gibt wahrscheinlich tatsächlich Probleme, die man auch wirklich mal ansprechen könnte. Und stattdessen macht man sich irgendwelche Probleme, die halt gar nicht existieren, um am Ende dann schlecht dazustehen. Ich sehe da keinen Sinn drin, keine Ahnung. Dann wollte ich am Ende noch mal ganz kurz was zu Catcalling sagen. Catcalling ist zum Beispiel sowas hier. Oh, guck mal, die linke Memo. Oi. Ich glaube, Monte würde mir genauso hinterherrufen. Catcalling bedeutet kurz gesagt, dass man unerwünschte Kommentare von außenstehenden Personen bekommt, die einen als Objekte der Begierde sehen. Zum Beispiel Nachpfeifen oder irgendwelche sexuellen Anspielungen. Hier muss man auch einfach sagen, dass Frauen einfach viel öfters davon Opfer werden, als beispielsweise Männer. Und man darf sowas natürlich überhaupt nicht tolerieren, weil das einfach ein Verhalten ist, was halt einfach wirklich überhaupt nicht klar geht. Es gibt auf Instagram zum Beispiel einige Catcalling-Seiten. Ich nehme für dieses Video hier einfach mal Catcalling BS, weil die halt aus Braunschweig kommt, Digga. Braunschweig! Dort könnt ihr, wenn ihr Catcalling-Erfahrungen gemacht habt, der Seite schreiben. Die geht dann nach draußen und schreibt quasi das, was euch gesagt worden ist, auf den Bürgersteig, fotografiert das und postet das hoch, sodass das halt quasi angekreidet wird. Angekreidet, versteht ihr? Da gibt es zum Beispiel solche Posts wie zieh mal deinen Rock runter oder auch habt ihr Lust zu ficken? Das sind halt wirklich Sätze, die Frauen halt so bekommen haben. Und das ist natürlich eine Sache, die halt überhaupt nicht fit geht. Ich glaube, darüber müssen wir halt nicht diskutieren. Sowas darf man einfach nicht machen. Und dagegen sollte man natürlich auch komplett vorgehen. Wenn ihr sowas in eurem Freundeskreis selber mitbekommt, dann bitte geht dagegen vor und sagt diesen Leuten, dass sie sich halt gerade einfach ultra peinlich verhalten. Vor allem, wie muss ich mir sowas eigentlich im Real Life vorstellen? Boah, Digga, dieses Mädel ist ja richtig geil. Okay, wie kläre ich die am besten? Ey, Süße, komm mal rüber. Zieh mal deinen Rock hoch. Hast doch auch Bock zu ficken, oder? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Das ist halt kein Schwachsinn oder Übertreibung, sondern das ist halt tatsächlich ein Problem, was wir im Jahre 2021 halt immer noch haben. Weil irgendwelche Männer denken, dass es ja cool wäre, Frauen so anzusprechen. Und da muss man sich dann natürlich auch nicht wundern, dass viele Frauen sich halt nicht gleichberechtigt fühlen, wenn man selbst bei sowas einfach sexuell belästigt wird. Das war auf jeden Fall alles, was ich dazu sagen wollte. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye!